Hallo und da sind wir auch wieder und ich bin immer noch massiv verwirrt, was hier die ganze Zeit nur noch abgeht. Okay. Gut Glück. Ach, wir müssen innerhalb der kurzen Zeit, die wir haben, es schaffen, einen Ausweg zu finden. Ansonsten werden wir immer wieder zurückgesetzt. I'm going crazy. Okay. Wir waren gerade eben links, da war ein Badezimmer. Hier geht's nicht. Eine Wand. Und hier ist das dunkle Badezimmer. Ich würde die Klospülung betätigen. So, wann werden wir zurückgesetzt? So, jetzt wieder zurückgesetzt? No. No. No! I've got to burn this artifact. It's the only way to leave this nightmare. Der ist so schnell, dem kann ich dir folgen. Thank you.
Nein! Oh, surely there's a way. I gotta find it. Quickly. Oh Gott. Erstmal verkehrt. Ach, das war alles klar. Okay, ich bin verkehrt. Ich muss also einen Kamin finden. Kann doch nicht wahr sein. Das war also auch verkehrt. Hier geht's nicht lang. Da haut's mich um. Jetzt bin ich wieder hier. Vor allem kann der nicht mal ein bisschen langsamer laufen. Hier, jetzt schon, der ist immer halt schon halb durch. Warum ist denn hier auf immer zugeschlossen?
ich bin wieder verkehrt. Wenn du den Aimer verloren hast, hast du ihn verloren, ne? Das jetzt so. Immer weg ist weg. Endlich. Ja. Hallo. Endlich, wir haben es. Wir haben die Maske besiegt. Ei. Endlich raus aus dem Albtraum. Nur noch ein Artefakt. Oh, finally. Back to reality. Ich weiß aber nicht, ob die Realität besser ist. Feels like my head's gonna explode. Oh, what a nightmare. I thought I'd never get out. Finde die fünfte, die fünf Artefakte. Wir gehen dann erstmal gleich speichern. Hier hinten. Oder? Nee, eigentlich müssten wir gleich hier speichern. Ich weiß nicht, wo wir am besten runter in den Keller kommen. Wir können nämlich jetzt die Krypta öffnen. Eigentlich müssten wir hier unten speichern. Wir versuchen gleich mal runter zum durch den Keller. Eieieiei. Es geht auf keine Kuhhaut, ey. Was wir hier durchmachen. Ich muss aber ehrlich sagen, von diesem Mindfuck-Grad war der Maskenteil bis jetzt am geilsten. Richtig schön. Mit Anlauf ins Gesicht.
Mal speichern. Und jetzt gucken wir uns mal an, was da noch auf uns lauert. Hinter diesem Tor. Bitte öffnen Sie Tor 3. Ich find's krass, auf was für einer großen Krypta das Haus gebaut wurde. Okay, die Tür ist nicht mehr da. It's the same temple I saw in my dream. Hier fehlt eine Fackel. Ah. Okay. Hier ist die Tür abgerissen. Die Türklinke. Hier ist die Türklinke abgerissen. Hier ist eine Türklinke dran, aber die können wir nicht benutzen. Achso, jetzt muss ich wieder aufpassen. Es kann passieren, dass die Batterien leer gehen. Was? Wir haben absolut keine Talismane mehr. Sind also dieser alten Furie komplett ausgeliefert? Ich war froh, dass ich so viele Talismane hatte. Oh Mann. There you are. I think I found the last artifact. I gotta find a way to burn this body. There must be a torch somewhere. Finally, a torch. I gotta light it up. Alter, hier sind Kerzen. Zündet die Fackel an. Das geht natürlich wieder nicht. Ey, hier sind überall Kerzen. Überall Kerzen. Die schon seit Ewigkeiten brennen. Nimm die Fackel und zünde das Ding an. Und
just in diesem Augenblick hängt hier keine Fackel mehr. Ey, jetzt sag ich auch nicht, ich muss mit der Fackel zum Ofen rennen. Erzählen hier. Nee, jetzt muss ich nochmal durchs ganze Haus geistern oder was? Der Zugang wird mir jetzt versperrt. Hier. Will die Dame ihre ewige Ruhe haben? Da soll sie mich dabei nicht stören hier. Oh Mann. Die sperrt jetzt wirklich hier alles ab. Hier können wir. Hier, das kannst du nämlich nicht absperren. Ah, die kannst du mir verbarrikadieren. Wirklich? Wie rücksichtslos von dir. Kann ich hier hinten überhaupt durch?
Ja, jetzt komme ich wieder hier raus. Oben noch eine. Nur da. Ganz oben? Natürlich nichts. Wenn die mir natürlich jeden Weg abschneidet oder versperrt, was soll ich denn da großartig machen? Ich soll es trotzdem mal probieren. Wie gesagt, ich hätte unten einfach von den ganzen Kerzen, die da unten rumstehen, hätte ich mir eine genommen und hätte mir das Ding angezündet. Fertig, aus. Hier sind überall Kerzen. Zünde die Kacke an. Hier, Kerzen. Zünde es an. Ich will fertig werden. Zünde die blöde Fackel an. Achso, hier geht er nicht durch, ne? Ach doch, hier geht's ja durch, aber hier unten nicht mehr. Zu blöd dafür? Muss ich dafür jetzt in den Keller gehen? Hey! Manchmal habe ich ein Gehirn zum Nachdenken. Mir ist gerade nämlich was eingefallen, wo wir noch an Feuer rankommen könnten. Ich bleib weiterhin noch bei dem Kamin. Ja, alles klar. Ach ne, den Weg kannst du mir auch versperren. Hat sie auch. Eine Frage.
Wenn die mir jeden kack beschissenen Weg versperrt, wie soll ich da an ein Feuerchen kommen? Warum sollst du mir jetzt hier runter? Hier durch, hier rum, wieder hoch, hier und rein. Fertig. Fertig wäre die Laube. Nee, das ist ja über Dachboden dann. Und da komme ich in einen Raum, wo kein Feuer drin ist. Nee, die Türen versperrt sie mir ja dann. Nee, hier ist eine Tür, hier ist eine Tür, hier ist eine Tür. Weil hier sind vier Türen und die haut sie alle gleichzeitig zu. Und immer wenn ich weg bin, löst sie die Türen wieder. Wenn ich wieder hingehe, knallt sie die wieder zu. Wie kann ich die alte überlisten? Wie gesagt, hier oben wäre ja ein Loch. Wäre ich ja durchgesprungen, aber da kommst du ja nur hier oben raus. Hier bei diesem Raum. Da brennt kein Feuer. Und hier oben über. Also hier, wenn ich hier die Treppe hochmache und hier, ist auch kein Feuer. Wie kommen wir an ein Feuer ran? Ach so, die Aufnahme ist auch schon wieder vorbei. Ich denke mal, in der letzten Aufnahme werden wir uns überlegen, wie wir an ein Feuer rankommen. Weil alles, was ich hier ausprobiert habe, macht sie dicht. Die macht wirklich alle Feuerstellen dicht. Hab alle ausprobiert, macht sie alle dicht. Also muss da irgendwie wieder ein Trick dabei sein. Vor allem, ich komme hier schon alleine nicht in den Gang rein. Ich komme hier nicht in den Gang rein. Hier ist zwar verbunden, aber die macht die Tür zu. Wie gesagt, die Tür. Und die Tür. Damit kommst du schon alleine nicht mehr hier rein. Und ich denke mal, das wird schon was mit diesem Kamin zu tun haben, den wir benutzen können zum Anzünden. Ich hätte gerne eine Karte der Krypta. Wie gesagt, wir kommen hier auch nie runter und wir kommen hier auch nicht rein. Aber wie gesagt, das sehen wir in Zukunft. Bis dahin, macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal.